Der Film Zuckersand läuft am 11. Oktober in der ARD. Der Titel, damit können viele wahrscheinlich nicht auf Anhieb was anfangen. Vielleicht können Sie den Titel kurz erklären. Vielleicht ist Zuckersand auch ein Ostbegriff, das kann ich nicht genau sagen, aber Zuckersand war für uns als Kinder immer der Begriff von sehr feinem, körnigen, hellem Sand, wie an der Ostsee zum Beispiel oder in Brandenburg. Wenn man in Brandenburg 20 Zentimeter buddelt, kommt man in diesen Kieferwäldern auf weißen Sand. Das war der Zuckersand, den man im Buddelkasten hatte. Und er steht natürlich für diesen Drang nach Freiheit, da sich reinzubuddeln, sich in andere Welten vielleicht durchzubuddeln. Aber es steht natürlich auch für den Sand, den man hat, wenn man stirbt und im Grab liegt, und für den Sand, der in der Sanduhr vielleicht ist. Also der Sand als Bild war für die Poesie der Geschichte eigentlich so ein Bild von Endlosigkeit und Freiheit, ja. Hauptfiguren sind zwei kleine Jungs, die 10 Jahre alt sind. Der Film spielt 79. Hat das Jahr eine bestimmte Bedeutung, dass das gerade in dem Jahr angesiedelt ist? Das war so die Hochzeit der DDR, wo sie noch zum letzten Mal sich aufgebäumt hat, wo Honecker gerade an die Macht gekommen war, wo Biermann ausgewiesen wurde und wo sozusagen in der DDR viele Leute anfingen, sich abzuwenden, und wo viele auch nicht mehr dran geglaubt haben, dass aus diesem Sozialismus, der den Leuten eingeredet wurde, nochmal was wird. Also insofern auch eine Wende. Für mich, also aus der ich 1966 geboren bin, war das genau die Zeit, wo Fred im Film auch 10 Jahre alt ist. Also das war die Zeit, an die ich mich noch so erinnern kann, dass man sagen kann, das steht für die Kindheitserinnerung. Wäre eigentlich meine nächste Frage gewesen, ob das auch mit Ihrer eigenen Kindheit besonders viel zu tun hat, auch dass die Jungen so 10 Jahre alt sind. War das so eine bestimmte Zeit für Sie persönlich? Das Alter von den Hauptfiguren hat manchmal gewechselt. Als wir an der Geschichte saßen, haben wir manchmal gesagt, die sind zu jung, um solche Kindsträume zu verwirklichen, aber sind auch zu alt, um noch daran zu glauben, dass man sich durchbuddeln kann. Und es ist eigentlich erst konkret geworden, als wir Casting gemacht haben. Da hat man genau gemerkt, diese Jungs wären jetzt zu alt, dass man die Geschichte noch glaubt, oder zu jung. Und ich wollte immer eine Geschichte aus der DDR erzählen, die DDR mit Kinderaugen erzählt. Also wo man sagen kann, ein Kind hat ja völlig andere Welten, andere Fantasien als ein Erwachsener, der sich schon so positioniert hat in seinem Alltag, in seinem Beruf. Und es ging mit Kindern natürlich mit einer größeren Fantasie. Da gibt es auch einen Nachbarn oder Mitbewohner in dem Haus, einen älteren Herrn. Der ist ja fast so was wie ein Opa für den einen Jungen und bringt ihm auch so einen Bumerang mit. Welche Bedeutung hat das? Hat das so ein bisschen die Fernweh damit etwas zu tun? Der Bumerang steht im Grunde genommen, wenn Sie so wollen, als Gegenstück zu dem Sand. Der Bumerang ist natürlich ein Bild für die Freiheit, für das andere Ende der Welt, für Australien, fliegen können. Und der verirrt sich dann über die Mauer. Der steht natürlich dafür, für all das, was es in der DDR nicht gab. Fliegen können, Grenzen überwinden und wieder zurückkommen. So wie das Kind, was den Ausreiseantrag mit seiner Mutter stellt, was nicht mehr zurückkommen wird, kommt der Bumerang halt immer wieder zurück. Der Film spielt ja in unmittelbarer Grenznähe auch. Hat das auch sowas mit der eigenen Vergangenheit zu tun? Oder auch diese Gefahr, die dort lauert, spielt das da auch eine Rolle? Ja, wenn man in Berlin oder Brandenburg groß geworden ist, hatte man als Kind automatisch permanent Kontakt mit der Mauer. Ich habe in Falkensee gewohnt bis zum ersten Schuljahr. Das war an der Grenze zu Spandau. Also da war die Mauer allgegenwärtig. Und als ich nach Berlin gezogen bin mit meinen Eltern, wohnten wir in der Leipziger Straße und ich konnte vom Hochhaus immer nach Kreuzberg gucken. Und die Mauer war für mich immer aktuell, weil es gab Geschichten von Freunden, von Verwandten, von Nachbarn, die ausgereist sind, die man als Kind überhaupt nicht verstanden hat, warum man bestimmte Leute nicht wiedersehen kann. Ich hatte nicht so einen besten Freund wie Fred in der Geschichte, aber es gab natürlich viele Geschichten, die man als Kind wahrnimmt, aber noch nicht zu Ende denken kann. Und wenn man Fragen gestellt hat, hat man oft auch verklärte Antworten bekommen und konnte dann erst recht als Kind damit nichts anfangen. Und für mich war
wichtig zu erzählen, dass das ein großer Teil dieser politischen Kindheit der Kinder in der DDR war, dass man ganz früh mit diesem System konfrontiert wurde, ohne dass man es verstanden hat. Der eine Junge reist dann aus mit seiner Mutter. Haben Sie solche Erfahrungen auch persönlich gemacht, dass Sie Freunde hatten, die auf einmal verschwunden waren? Ich hatte später in der Schule eine Schulfreundin, die ausgereist ist und die mir in den Winterferien gesagt hat, wir sind nach den Ferien nicht mehr da. Da war ich aber schon viel älter, hatte schon ein paar Sachen besser verstanden. Aber es gab diese Geschichten, wir wohnten in einem Hochhaus, dass Leute plötzlich weg waren, dass Familien ausgereist sind von jetzt auf nachher. Oder man hat Geschichten gehört von Leuten, die einen Ausreise, man flüsterte, dann sagte sie, ja, die haben Ausreiseantrag laufen, deswegen hat die Mutter jetzt ihre Arbeit verloren. Es gab diese Geschichten permanent in Ostberlin sowieso. Der Ort, die Häuser, das wirkt alles wirklich so, wie man sich das vorstellt. Die langsam verfallene DDR, wo kein Geld, kein Material da war, um Häuser in Stand zu halten. Wo haben Sie denn die Drehorte gefunden? Wir haben den ganzen Film in Prag gedreht. Und sozusagen nicht in Prag direkt, sondern um Prag herum. Und wenn man eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde aus Prag rausfährt, sieht es dort noch so aus wie im Sozialismus in den späten 70er Jahren. Also das ist nicht so saniert wie viele Orte in Brandenburg, Potsdam, sondern da ist teilweise die Zeit stehen geblieben und man findet diese Häuser, diese Gebäude. Erstmal war es eine organisatorische Frage, wo kann man das drehen? Und dann war das aber auch ein Glücksfall, weil man gemerkt hat, in welcher Bescheidenheit und in welcher Einfachheit wir damals gelebt haben. Und es hat so eine Poesie entwickelt, dass man sich natürlich freut, wenn man jetzt so eine Szene sieht. Freitags wird der Badeofen eingeheizt und es hat eine Gemütlichkeit neben diesem ganzen politischen Drama, was sozusagen den Alltag der Familien teilweise bestimmt hat. An wen richtet sich der Film? Hat er eine besondere Botschaft oder will er einfach die Vergangenheit erzählen? Es geht vor allen Dingen darum, ein Bild für diese deutsch-deutsche Teilung zu finden. Also die beiden Kinder stehen natürlich auch für die beiden Deutschlands. Und am Ende von unserer Geschichte ist eins von den beiden Kindern nicht mehr da. Insofern war es so eine Aufarbeitung der Vergangenheit auf Kinderebene. Und es hat natürlich auch mit Versöhnung zu tun. Man kann einem Kind eher verzeihen, als man einer Erwachsenenfigur verzeiht. Und bei diesem deutsch-deutschen Thema geht es ja um Versöhnung, um wieder zueinander finden, um diese Trennung, die man gar nicht oft genug besprechen kann. Gut, dann bedanke ich mich für das angenehme Gespräch.